Servus, my motorbike friends. Welcome to another English-German lesson with Stefan's Garage. Today we are going to do some slow flight. Yeah, I'm too far into flying some slow-moving maneuvers here on Harley. Servus, liebe Biker-Freunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren Deutsch-Englisch-Stunde mit Stefan's Garage. Heute beschäftigen wir uns ein bisschen mit Langsamfahrübungen. Und das Prinzip Regenschirm. Wenn wir einen Regenschirm dabei haben, dann regnet es nicht. Genauso hier, wenn wir Protection dran haben, dann werden wir nicht umschmeißen, hoffentlich. So ist zumindest die Idee. Drum haben wir die Koffer abgemacht auf beiden und haben hier die Drop Guards dran. Zusätzlich die Rear Saddlebag Guards, auch mit Drop Guards. Und dann sollte das Ganze passen. Und dadurch haben wir auch einen schönen Blick auf die Wilbersdämpfer. Same principle like with taking an umbrella with you. The bikes are prepared and protected with the motorcycle drop guards. We removed the rear saddlebags just to be sure. And we have rear saddlebag guards as well, which are not stock on the CVOs. And so we have a better look onto the nice Wilbers suspension. Mark is preparing the Slalomkurs. Mark, der richtet den Slalomkurs her. Wir werden uns jetzt erstmal warm fahren und dann werden wir getreu nach dem Motto von Robert Simmons, preload and keep it loaded, ein paar Übungen machen. So we're gonna follow Robert Simmons, check out his YouTube channel, preload and keep it loaded, doing some slow speed maneuvers. Grund ist der, Mark und ich werden in hoffentlich knapp 2 Wochen zu Robert nach Pula, Georgia rüberfliegen und eine Private Lesson bei ihm machen. Und nachdem wir über den Winter ein bisschen eingerostet sind, werden wir uns da sauber blamieren drüben in Amerika und deswegen trainieren wir jetzt bei milden Temperaturen um 15 Grad Celsius und salzfrei noch ein bisschen in Deutschland, bevor es dann losgeht. Reason for this practice session today, Mark and I are going to fly over to Robert Simmons to Pula, Georgia and do a private lesson there. And as we all had become pretty rusty during the winter season here in Germany, we took this opportunity to train in mild temperatures around 50 degrees Fahrenheit and salt-free roads in order to be a little bit more successful when practicing with Robert over there. So join us. We are first doing a little warm-up, then starting with some slow speed, straight ahead riding and some other maneuvers I will talk in detail. Ja, los geht's. Machen wir uns erst einmal warm und dann spreche ich über die einzelnen Übungen noch, während es dann soweit losgeht. So, jetzt kommen wir zur ersten Übung, langsam fahren.
Preload, keep it loaded. Ich höre gerade, ich muss lauter sprechen, dann klappen wir mal die Klappe hoch. Also langsam fahren, erste Übung. Wichtig ist, wenn der Motor läuft, ersten Gang rein, dann Fuß auf die hintere Bremse, dann die Kupplung gerade so im Schleifbereich, Sweet Spot nennt Robert das, ungefähr 2000 Umdrehungen und dann langsam losfahren, den Antrieb verspannen, dann fallen wir nicht um und können super langsam diesen schweren Bock kontrollieren. Okay, first exercise is slow flight, as I said. Well, I'm a pilot, I can't do anything about it. So when we have started up the engine, we put in first gear, then we cover the rear brake, clutch just before the sweet spot, about 2000 RPM, and then we try to get a feeling between how much we need to play with the clutch and with the rear brake in order to do a proper slow speed maneuver. So, die erste Bahn rein. Und der Nachdruck. Hintere Bremse. Kupplung. Sweetspot. Vollkreise, denn ich merke, dass ich bei den 180s immer zögere, am Anfang weit genug einzuschlagen. Und vielleicht wird es ein bisschen besser, wenn wir jetzt Vollkreise üben, um dann langsam den Lenkeinschlag immer mehr zu erhöhen bis zum mechanischen Stopp. So, next exercise will be circles, because I realize that I'm hesitating initially to put in the full amount of handlebar. And so I'm trying to do some circles in order to slowly get to the mechanical stop in order to improve my 180s. First left turns, because that's my sweet spot. Also erst links rum, weil die gehen besser. Und nachdem ich linksrum fast auf die Schnauze geflogen wäre, kommt jetzt rechtsrum, weil die kann ich nicht so gut. And after the almost crash with the left turns, we now continue with the right turns. Ich würde mir wünschen, ihr könntet das jetzt riechen, was wir hier an der frischen Luft riechen. Also es riecht so ein bisschen nach Bremse. Guys, I wish that you would smell what we are doing here, because it smells a little bit like
Brake. Warum machen wir das? Es ist ja doch Verschleiß fürs Motorrad, die Kupplung verschleißt, die hintere Bremse verschleißt. Möglicherweise verbrauchen wir sogar Kraftstoff, aber ganz ehrlich, so ein CV auch Koffer nachlackieren lassen und das wäre noch der kleinste Schaden, der passieren kann. Wir wollen gar nicht davon reden, was passiert, wenn wir uns dabei ein Bein brechen oder am heißen Auspuff einklemmen oder noch schlimmer. Da ist das gut investiertes Geld fürs Training und das ist halt einfach normaler Verschleiß. Lass bitte laufen, weil es kommt das Englische, because this is the English-German lesson. And by the way, thanks to Klaus, our cameraman today, who is unfortunately a little bit injured, not because of motorcycling, because of homeworking. But therefore, very nice that he is doing the camera work today. Ja, danke an Klaus, der die Kamera heute hält. Er hat sich nicht beim Motorradfahren, sondern beim Heimwerken verletzt und kann heute nicht dabei sein, aber dafür filmt er. Guys, you should smell it. It's a lot of wear and tear on the clutch plates and on the rear brake. And maybe we are even burning some fuel for this exercise. But just try to have a CVO bag or even a regular black bag repainted. That's a lot of more cost, and not to mention if you break a leg or burn a leg or even worse. So it's a good invested money to do this exercise. Es ist eine sehr wichtige Übung, denn wenn wir mal in unsere Harley-Fahrhistorie zurückblicken, die wenigsten von uns haben Probleme beim normalen Fahren oder beim schnelleren Fahren. Aber fast jeder hat sich schon mal bei Schrittgeschwindigkeit oder im Stand umgeschmissen. Und dafür sind das hervorragende Übungen, um das zu vermeiden. Guys, almost nobody has problems in normal cruising speed or even at faster speeds, because then the Harley is pretty stable in spite of the high weight. But almost everybody, just think about your Harley history, has dropped the bike once during slow speed maneuvers or even while standing. And therefore those exercises are very, very good. And check out Robert Simmons' YouTube channel. He has the full description of all the 9 exercises. This is, as I mentioned, just a warm up to be prepared for January the 13th, Robert. We will be there. Ja, Freunde. Wie gesagt, schaut Robert Simmons auf YouTube. Er hat alle 9 Übungen genau beschrieben und auch viel besser beschrieben, wie man das Ganze mit Kupplung und allen anderen Tricks macht. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen weiter üben, dass wir dann für den 13. Januar prepared sind und in Pooler, Georgia dann auch sauber performen können. Gute Fahrt! Lass laufen und du machst nochmal einen Gruß fürs neue Jahr an alle Biker. Und ich mache nochmal einen Gruß fürs neue Jahr. Ja, genau. Denn es ist der 2. Januar und es ist so warm, dass wir hier mit T-Shirt fahren. Also Leute, übt, practice, practice, practice und ich wünsche euch allen ein schönes, unfallfreies Jahr 2022. Guys, it's January the 2nd, 2022 and it's really mild here. So practice, practice, practice and I wish everybody a really nice motorcycle season 2022. Servus, my motorbike friends. Welcome to another Germans. No, not Germans. Schnitt! Ich schaue immer unten auf, auf das Mikrofon, das wird zauberblöd ausschauen, oder? Und jetzt habe ich einen Faden verloren, aber das werden wir gleich rausschneiden dabei. Jetzt kannst du stoppen. Du kommst von dem Geruch. Genau, und jetzt geht's weiter. Ich war wieder Herr Stoiber, schon wieder 3 Sätze weiter und habe den Faden verloren.